Im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die bisher kaum spürbaren Auswirkungen des Tankrabatts sorgen weiter für Ärger und Unverständnis an den Zapfsäulen und in den zuständigen Bundesministerien. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen warf den Mineralölkonzernen erneut vor, die Spritpreise auf Kosten der Autofahrer hochzuhalten und sprach von einem moralischen Skandal. Seine Pläne, das Kartellrecht deutlich zu verschärfen, werden auch von SPD und FDP grundsätzlich unterstützt. Die Benzinpreise gehen einfach nicht runter, trotz Tankrabatt. Der Liter Super kostet noch immer um die 2 Euro. Für die Autofahrer ist klar, wer dafür verantwortlich ist. Ich fürchte mal, dass die Mineralölkonzerne sich schön die Tasche voll machen und das, was wirklich gedacht ist, nicht weitergegeben wird an den Kunden. Da denkt man, das kommt einem selber zugute, aber wenn das nicht so ist, ist es ja auch irgendwie Schmuh. Noch härtere Worte für das Verhalten der Mineralölkonzerne findet heute der Bundeswirtschaftsminister. Es habe wenig genutzt, die Energiesteuer zu reduzieren. Sie wurde gesenkt und die Mitnahmeeffekte sind ohne Frage da und auch wenn Unternehmen nicht moralisch sein müssen in der Situation, in der wir uns befinden, würde ich sagen, ein moralischer Skandal. Diese Ministerkritik weist wiederum der Verband der Mineralölindustrie direkt zurück. Wer solche Vorwürfe erhebt, der sollte zunächst einmal berücksichtigen, dass es gerade die deutsche Mineralölwirtschaft war, die angekündigt hat, sofort nach Kriegsbeginn in der Ukraine sich aus dem russischen Rohölmarkt so schnell wie möglich zurückzuziehen. Nach der Einführung des Tankrabatts sind die Spritpreise wieder angestiegen. Für Diesel muss fast genauso viel bezahlt werden wie vor der Steuersenkung. Immerhin, die Sorte Super E10 ist gut 9% günstiger als davor. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum hat sich der Rohölpreis jedoch kaum verändert, ist nur leicht gestiegen. Die Autofahrer merken jetzt, was viele Experten genauso erwartet hatten: Der Tankrabatt kommt bei den Autofahrern nicht richtig an. Denn es ist ein Markt, in dem kein wirklicher Wettbewerb herrscht. Heißt, fast der komplette Zuschuss, den die Bundesregierung von 3 Milliarden Euro leistet, landet in den Taschen der Mineralölkonzerne. Doch es gibt noch weitere Gründe, warum die Autofahrer gerade so viel bezahlen müssen. Darüber hinaus sind auch weltweit die Raffinerien sehr hoch ausgelastet und die Lagerbestände an Benzin und Diesel sehr, sehr niedrig. Bedeutet unterm Strich: Der Tankrabatt ist nicht die erhoffte Lösung. Die Autofahrer werden weiter viel Geld ausgeben müssen. Trotz aller Kritik will Bundeskanzler Scholz am Tankrabatt festhalten. Überlegungen, ihn zu ändern oder zu streichen, gebe es nicht. Der Rabatt sei zumindest teilweise wirksam, ließ Scholz mitteilen. Amnesty International wirft Russland vor, im Krieg gegen die Ukraine Streumunition und Streuminen eingesetzt zu haben. Wie die Menschenrechtsorganisation berichtet, wurden nach der Bombardierung von Wohnvierteln in der ostukrainischen Stadt Kharkiv im April und Mai deutliche Beweise gefunden. In Sjewjerodonezk dauern die heftigen Gefechte weiter an. Nach Angaben des zuständigen Gouverneurs wird auch das benachbarte Lysychansk weiter eingekreist. Derzeit kontrolliert Russland etwa 20% des ukrainischen Territoriums. Vor dem Krieg waren es 7. Zivile Ziele. Immer wieder stehen sie unter Beschuss der russischen Armee. Dies ist der Markt in der ostukrainischen Stadt Donezk oder das, was davon übrig ist. Die ukrainischen Streitkräfte sind zunehmend machtlos gegen die massiven Angriffe der besser ausgerüsteten russischen Armee. Eindringlich bittet der ukrainische Präsident in einer Rede vor dem amerikanisch-jüdischen Komitee um Hilfe. Ich bitte Sie, Ihre Anstrengungen zu verdoppeln, um Russlands Hass aufzuhalten. Den Hass auf die Menschheit. Der Hass ist die treibende Kraft, mit der Russland seinen Krieg gegen die Ukraine fortführt und gegen die Freiheit in Europa und in der Welt. Bilder aus Bachmut, ebenfalls im Osten der Ukraine. Nach offiziellen Angaben sollen hier und in der Umgebung 43 Gebäude getroffen worden sein, die meisten Wohnhäuser. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International wirft Russland heute den Einsatz von für die Zivilbevölkerung besonders gefährlicher Streumunition vor. 2 Wochen hatte ein Team in der ostukrainischen Stadt Kharkiv recherchiert. Außerdem haben unsere Waffenexpertinnen vor Ort Überreste von Streumunition eindeutig identifiziert, die dort überall auf Spielplätzen und in den Gegenden zu finden waren.
Diese Aufnahmen veröffentlicht das russische Verteidigungsministerium. Sie sollen wohl ein Signal senden: Moskau kann diesen Krieg noch lange durchhalten. Das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt vor einem neuen atomaren Wettrüsten, auch als mögliche Folge des Krieges in der Ukraine. In Russland und den USA liefen umfassende Programme, die nuklearen Waffenarsenale zu modernisieren und erstmals seit Jahrzehnten wieder auszubauen. Auch die anderen 7 Atommächte seien dabei, nuklear aufzurüsten. Derzeit gibt es weltweit schätzungsweise rund 12.700 Atomsprengköpfe. Erst vor wenigen Wochen testet Russland diese Langstreckenrakete vom Typ Sarabt. Sie kann auch mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Solche Waffensysteme bereiten den Stockholmer Friedensforschenden von SIPRI Sorgen. Erstmals seit dem Kalten Krieg erwarten sie einen weltweiten Anstieg der Nuklearwaffen. Die Anzahl der direkt einsetzbaren Atomwaffen scheint in den vergangenen Jahren gestiegen zu sein. Dazu kommen noch die Modernisierungsprogramme der Länder. All das deutet darauf hin, dass auch die Gesamtzahl an atomaren Sprengköpfen künftig wieder steigen wird. Allein die USA und Russland besitzen über 90% der weltweiten Atomwaffen. 2010 verpflichten sich beide Länder, ihre nuklearen Sprengköpfe zu reduzieren. Tatsächlich verzeichnet SIPRI auch im aktuellen Bericht einen leichten Rückgang. So geben die USA an, noch 5.428 Atomwaffen zu besitzen. In Russland sinkt die Zahl auf 5.977. Doch beide würden weitgehend ohnehin ausrangierte Sprengköpfe entsorgen, so die Forschenden. Außerdem habe Russland mit dem Krieg gegen die Ukraine seine Atomwaffenarsenale in verstärkte Alarmbereitschaft versetzen lassen. Das könnten natürlich alles nur leere Drohungen sein, aber ich halte es für möglich, dass Atomwaffen wirklich genutzt werden. Der SIPRI-Jahresbericht zeichnet erneut ein düsteres Bild. Neben der nuklearen Bedrohung habe sich auch die Zahl der bewaffneten Konflikte in der Welt in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. In der ersten Runde der französischen Parlamentswahl ist Präsident Macron nur knapp einer Niederlage entgangen. Sein Mittebündnis kommt nach dem vorläufigen Ergebnis auf 25,75% der Stimmen und liegt nur mit hauchdünnem Abstand vor einer Allianz aus Linken, Kommunisten, Grünen und Sozialisten mit 25,66%. Die rechtsnationale Partei Rassemblement National von Marine Le Pen erhielt 18,68%. Am kommenden Sonntag ist die entscheidende zweite Wahlrunde. Eine möglichst genaue, vollständige und mehrdimensionale Karte der Milchstraße. Diesem Ziel sind europäische Astronomen einen Schritt näher gekommen. In den vergangenen Jahren hat die Sonde Gaia der Raumfahrtagentur ESA neue Daten von knapp 2 Milliarden Himmelskörpern unserer Heimatgalaxie gesammelt. Sie liefern unter anderem Erkenntnisse über die Entstehung und Veränderung von Sternen. Sie ist unsere galaktische Heimat. Die Milchstraße, eine riesige Wolke unzähliger Sterne, einer davon unsere Sonne. Und doch, selbst unsere nächste Nachbarschaft im All ist für uns voller Rätsel. Gerade deshalb, weil wir mittendrin sitzen in diesem faszinierenden Sternenwirbel. Von der Erde aus betrachtet nämlich stehen diese Nachbarsterne oft so nah beieinander, dass man sie nicht auseinanderhalten kann. Mit dem Start der Gaia-Sonde 2013 änderte sich alles. Modernste optische Technik und Beobachtung aus dem All aus viel günstigerer Position. Nie zuvor wurden Standort und Bewegung der Sterne in der Milchstraße so genau vermessen. Welche Temperatur sie haben, welche chemische Zusammensetzung sie haben, wie sie sich auf uns zu oder von uns wegbewegen, das sind Daten, die jetzt neu hinzugekommen sind. Eine der Entdeckungen: in unserer Galaxie schweben auch Bruchstücke anderer Sternsysteme, Überbleibsel galaktischer Zusammenstöße. Fast 2 Milliarden Sterne hat Gaia vermessen, eine Riesendatenmenge und doch verschwindend klein im galaktischen Maßstab. Vermutlich 99% der Milchstraße bleiben für uns weiter unbekanntes Land. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 14. Juni. Hochdruckeinfluss bringt uns verbreitet Sonnenschein. Im Norden und Nordosten Deutschlands bleibt es in feuchterer Luft noch unbeständiger.
Im Nordosten gibt es heute Nacht noch einzelne Schauer, sonst ist es trocken und vom Süden und Westen bis in die Mitte verbreitet klar. Morgen im Norden und Nordosten teils Sonne, teils Wolken. In Ostseenähe sind noch ein paar Schauer unterwegs, ansonsten erwartet uns strahlender Sonnenschein. An der See und am Hochrhein heute Nacht über 10 Grad, in einigen Mittelgebirgstälern nur kühle 5 bis 4 Grad. Im Norden morgen unter 20, im Südwesten dagegen nahe 30 Grad. Am Mittwoch oft sonnig, von der Nordsee bis zur Oder zeitweise wolkig, aber trocken. In Alpennähe sind am Nachmittag einzelne Schauer und Gewitter möglich.